Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play The Witcher. Yevin wartet auf uns und dann geht's mit dem Boot zurück nach Vizimar, um König Foltash zu erzählen, dass sein, in Anführungsstrichen, sein Großmeister mit den Salamandra zusammengearbeitet hat. Wolf. Ist das Boot bereit? Ja. Vizimar in Aufruhr erwartet uns. Lasst die Rhetorik und legt euch in die Riemen. Los geht's, Yevin. Schauen wir mal, ob er ein guter Ruderer ist. Scheint so. Und wir landen wieder im Tempelbezirk. Da waren wir schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr. Mal schauen, wie es da jetzt aussieht laut Ladebildschirm. Nicht so toll. Epilog. Wir haben es also bald geschafft. Die Mutanten sind Euer Hoheit, wir haben einen Sieg errungen. Trotz schwerer Verluste haben wir das Händlerviertel zurückerobert. Bestens. Was gibt es Neues von Devent? Er ist tot. Der Hexer, dieser gottlose Schlechter, hat ihn niedergestreckt. Dieser nutzlose Devent. Haben die Ausrufer das Volk informiert, dass Prinzessin Adda zur Striege wurde? Ja, aber der Hexer hat die Bestie gefunden. Geralt von Riva. Hier steht noch zwischen mir und... Wir müssen die Flammen des Chaos schüren. Schickt weitere unserer Experimente hinaus und lasst die Elfen alles verwüsten. Großmeister, ich protestiere. Als Adliger und Vertreter der... Genug. Gebt den Leuten mehr zu essen und sagt ihnen, dass jeder gottesfürchtige Mensch Zuflucht in der Burg des Ordens der Flammenrose findet. Adalbert, ich danke euch für euren treuen Dienst. Bringt ihn weg. Eine neue Zeit bricht an. Eine Zeit der Übermenschen. Niemand wird mich aufhalten. Ich mache euch zu meinem neuen Adjutanten. Kennt ihr eure Aufgabe? Hexer töten. Dann geht. Na toll. Da kommt doch gleich Freude bei mir auf. Geralt, ihr kommt in einem Moment, den man guten Gewissens als historisch bezeichnen kann. Ich freue mich, dass ihr noch lebt, Rittersporn. Aber ich habe wichtigere Dinge, die... Wichtiger als die weitreichenden Konsequenzen einer Allianz zwischen Temerien und Redanien? Hört mit eurer Dramatik auf und erzählt mir, was geschieht. Gut, ich fasse mich kurz, bevor Yevin verhaftet wird. Solange ich hier bin, wird das nicht geschehen. Der König wird gezwungen sein, mich vorübergehend als Verbündeten zu akzeptieren. Seid ihr da sicher? Mit Radovid von Redanien hat Foltest schon einen Verbündeten. Ich bin sicher. Das Leben der Menschen ist kurz wie das der Eintagsfliegen. Sie können mich nicht überraschen, weder König noch Dichter. Entschuldigt, Rittersporn. Ohne Einverständnis des Königs können wir die Stadt nicht durchqueren. Ihr seid immer noch ein Elf, der gesucht wird. Dann reden wir mit eurem König. Gut, dann machen wir das. Neue Quest, Asche von Vizimar. Ja, wir müssen zum König. Wir sind wieder im Tempelbezirk, die Karte ist komplett unentdeckt. Und wo wir hin müssen, weiß ich nicht. Ich laufe einfach mal Rittersporn hinterher. Okay. Da, ach, da ist ja Foltest. Willkommen, Hexer. Euer Hoheit. Wir haben einiges zu besprechen. Gewiss. Genug der Worte, mein Sohn. Wir müssen das Feuer in diesem Hurenhaus löschen. Ihr bekommt die Hand der Prinzessin und, wenn mich das Leben etwas gelehrt hat, auch das halbe Königreich, sobald ich tot bin. Was der Aldersberg betrifft, wir müssen ihn loswerden. Der Hexer wird ihn töten. Was? Beruhigt euch. Wir bezahlen euch so viel ihr wollt. Ich bin ein Hexer, kein Mörder. Na gut. 10.000. Ist das nicht etwas hochgegriffen? Kommt schon, Foltest. Das Königreich ist viel mehr wert. Nun, ich nehme an, der Junge hat recht. Dennoch halte ich 8.000 für angemessener. Abgemacht. Dann sind wir uns ja alle einig. Radovid, eure Armeen müssen den Orden in Redanien und im Norden meiner Länder bändigen. Meine Armeen begeben sich auf eine Mission brüderlicher Unterstützung. Ich will keine brüderliche Unterstützung, verdammt nochmal. Der Ausdruck geht mir gegen den Strich. Ihr vernichtet die Ritter des Ordens und zieht euch zurück. Beruhigt euch, Foltest. Meine Kinder werden dieses Land einmal regieren. Ich will es nicht zerstören. Verzeiht mir, euer Hoheiten, aber ich denke, es ist Zeit für mich. Eine Sache noch, Hexer.
Ja? Sprechen wir über Politik. Und kommt mir nicht mit Neutralität. Wenn ich bedenke, wer euch begleitet, steckt ihr bereits bis über beide Ohren mit drin. Euer Hoheit, euer Wunsch ist mir Befehl. Für den Mann auf der Straße kämpft der Orden gegen meine Armeen. Aber dies ist eigentlich eine Konfrontation zwischen mir und dem Großmeister. Dieser ehrgeizige Fanatiker hat alle Aktionen der Salamandra gelenkt und die Unruhen vorsätzlich angezettelt. Was meint ihr damit? Ich dachte mir, dass euch das interessieren würde. Es interessiert mich sehr. Und das bedeutet, der Orden ist der Feind. Ist das klar? Vollkommen. Der Orden ist der Feind, nicht die Skoyatel. So ist es. Aber nur wenn diese langohrigen Teufel aufhören, meine Stadt anzuzünden und meine Kaufleute zu ermorden. Habt ihr gehört, Yevhen? Und wenn diese langohrigen Teufel damit aufhören, dürfen sie dann als verzweifelte Kämpfer für Freiheit und Gerechtigkeit auf die Nachsicht des Königs oder sogar Amnestie hoffen? Nur die, die ihre Waffen niederlegen und, ja, wir können nicht allen vergeben. Das Volk würde es nicht verstehen. Yevhen, ihr müsst verschwinden. Verlasst diesen Ort. Geht weit genug weg. Ich halte meine Offiziere ein paar Tage zurück, bevor sie Jagd auf euch machen. Ihr haltet sie länger zurück und lasst sie nicht allzu gründlich suchen. Als Dank dafür, dass wir euch der Aldersberg vom Hals schaffen. Euer Hoheit, da wäre noch etwas anderes. Hexer? Wie geht es Ada? Deutlich besser, als es ihr als Striege ging. Es dürfte aber noch dauern, bis sie wieder sie selbst ist. Hexer, wie kann ich euch danken? Ich freue mich, dass Ada wohlauf ist. Könnt ihr mir versichern, dass das Gleiche für die Freunde des Hexers gelten wird? Euer Hoheit? Ja, das kann ich versprechen. Hexer, ich will wissen, wer hinter all dem steckt. Devet hat die Prinzessin verwandelt. Wieso? Er handelte auf Befehl des Ordens. Dieser Bastard, wenn ich ihn in die Finger bekomme. Die Verantwortlichen glaubten, eure Position würde geschwächt, wenn die Prinzessin als Striege wütet. Devet hat seine Strafe erhalten. Es freut mich, das zu hören. Und jetzt geht. Vizima brennt. Kämpfe wüten in der Stadt. Ihr habt eine schwere Zeit vor euch. Die Leute sehen uns Hexer als Ungeheuertöter. Zu Recht. Nur wenige wissen, dass es für uns befriedigender ist, einen Fluch oder Zauber aufzuheben. Schwerter sind die letzte Lösung. Solange eine Chance bestand, die Prinzessin zu retten, musste ich es versuchen. Es hat sich gelohnt. Ja. Ganz so sieht's aus. Ja. Und hier hat's viele Leute. So. Ein Würfelspiel. Ja, wir können mal probieren, ob wir nochmal gegen den König spielen können. Ansonsten geht's zum Kloster des Ordens und den Großmeister da töten. Das ist dann die andere Quest. Aber ich frage... Dies ist nicht die Stunde für Worte. Wir müssen handeln. Wenn ich zurückkehre, organisiere ich eine große Jagd. Okay. Also ab zu Rittersporn. Und dann geht's weiter. Dann sprach der kühne Foltest diese Worte. Tugendhafter Radovid. Was zum Teufel soll das werden? Ich versuche, die Geschehnisse für die Nachwelt wahrheitsgemäß und exakt zu erhalten. Er sagte, genug der Worte, mein Sohn. Wir müssen das Feuer in diesem Hurenhaus löschen. Geralt, ihr habt keinen Sinn für Poesie. Es gibt die Wahrheit der Gegenwart und die der Legenden. Ihr seid unverbesserlich. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Und auch ihr seid unverbesserlich. Lauft einfach los, die Welt zu retten, obwohl euch niemand darum gebeten hat. Tja. Ah, wir können bei ihm was lagern. Oh, in unserem Lagersystem ist so einiges. Ja gut. Ich würde mal sagen, wir geben die Runen ins Lagersystem. Wir brauchen ja sonst eigentlich nichts mehr. Die Zaubertrankzutaten lasse ich mal noch da. Ansonsten gebe ich das Zeug mal ab.
dass wir ein bisschen Platz im Inventar haben. So, das sollte eigentlich reichen. Arg viel mehr dürfte man nicht finden. Und dann sind wir eigentlich bereit für den großen Showdown. Vergebt mir. Ich muss etwas zu Ende bringen. Ich verstehe. Viel Glück. Ja. Und jetzt müssen wir uns durch die ganze Stadt bis zum Ordenhauptquartier vermutlich durchprügeln, schätze ich mal stark. Und gucken, was so abgeht. Ach, Siegfried. Das wird die nächste Begegnung. Er gehört leider zum Orden. Es war ein Fehler, mich zu verärgern. Ihr seid der, der einen Fehler macht. Hört auf zu kläffen, Wolf, und zieht euer Schwert. Arbeitet ihr gern für einen Wahnsinnigen? Mordet ihr aus Vergnügen? Oder befolgt ihr nur Befehle? Ich muss mir das nicht anhören. Ihr seid nicht mal ein Mensch. Ach ja, und der Klopper hier nicht, oder wie? Also der auch nicht, oder was? Viel Spaß mit deinem Stapel-Effekt. Ach, er lebt noch. Das Dickerchen will noch nachschlagen. Okay, jetzt nicht mehr. Yevin ist auch wieder auf den Beinen, finde ich gut. Das hätten wir erledigt. Der Orden zeigt sein wahres Gesicht. Unter der glänzenden Rüstung verbirgt sich nur Fäulnis. Das wusste ich von Anfang an. Ihr seht, was ich sehe, Geralt. Kommt, Yevin. Schlagen wir dieser Hydra den Kopf ab. Jupp. Vorher würde ich mal ganz speichern. Wir müssen einen sicheren Durchgang durch die Stadt finden, weil in den Straßen Feuer wüten. Ja. Der Orden der Flammenrose geht in Flammen auf. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hier entlang. Oh, wir kriegen Hilfe. Kommt rein, da ist es sicherer. Ihr habt recht. Cool. Ich werde eine Passage durch die Keller suchen. Oh, cool. Ja, finde ich ja schön, wenn es Leute gibt, die einem dann noch helfen in so einer Situation. Ach, Golan Vivaldi ist auch hier. Und Vaska? Alles klar. Seid gegrüßt. Laufen die Geschäfte gut, Zwerg? Ein Krieg kann profitabel sein. Wenn nur die Steuern des Königs nicht wären, die Pest soll sie holen. Wie seid ihr hierher gekommen? Habt ihr keine Augen im Kopf? Ritter, Soldaten und Scoia'tael laufen durch die Straßen und schlachten ab, wen sie können. Ich bin für alle ein Verräter. Verstehe. Und alle haben den Kopf voll von Prophezeiungen, Schicksal, seltsamen Vorzeichen und anderem Unsinn. Man kann mit niemandem reden. Das tut mir leid. Aber ich muss jetzt gehen. Lebt wohl. Okay, aber geht's hier immerhin gut? Reden mal mit Vaska. Die Eichhörnchen und der Orden. Diese Trockenen stören unseren Sumpf. Ihr steckt in der Klemme, was? Ich hatte einen Traum, Weißhaariger. Euer Schicksal wird sich erfüllen. Ich komme, euch zu sagen, verwechselt die Sterne nicht mit ihrem Bild im Spiegel eines Sees. Ich werde es mir merken. Alles klar. Gut, wir müssen irgendwie in den Keller, glaube ich. Es hieß, wir müssen uns einen Weg durch die Keller suchen. Ah. Hexer, schön euch zu sehen. Ich sehe. Der Krieg ist nach eurem Geschmack, Vetala. Ich muss mich nicht mehr auf dem Friedhof verstecken. Hier ist es sicherer. Ich komme nachts raus und suche mir Nahrung auf den Straßen. Ich kann nicht klagen. Die Bewohner dieses Hauses haben keine Einwände? Sie fürchten mich. Das kleine Blag kommt allein und redet ohne Punkt und Komma. Ich muss gehen. Lebt wohl. Tja, den hätte ich auch mal gern vertont. Wäre sicher lustig gewesen. Unser Leben ist eigentlich ziemlich voll. Aber weil wir keinen Trank drin haben im Moment, kann ich auch nochmal meditieren. Ein Stündchen.
Können wir irgendwie vielleicht jetzt eine Schwalbe herstellen? Nö. Ja, uns fehlt leider was. Egal, nicht so schlimm. Dann schauen wir mal noch in die Kiste und dann gehen wir weiter. Schauen mal, ob wir unseren Weg finden. Ich dachte am Anfang schon, hey, warum können wir keine Waffe ziehen und den angreifen? Aber da war es unser Freund, der reden kann. Mit Linnes Prophezeiung, nö, das brauche ich nicht. Schlüssel, aller Schlüssel für die Kellertür, das ist gut. Zeugelgiftsirup. Bernstein haben wir. Habe ich abgegeben, ja. Mit Linnes Prophezeiung braucht kein Mensch. Den Rest nehmen wir mal mit. Unser Inventar füllt sich schon wieder bedenklich. Naja, egal. So. Ja, und den Schlüssel für den Durchgang. Und damit geht es jetzt hier durch. Nochmal speichern. Und ab in die Kellergänge. Ah. Jetzt geht die Scheiße schon wieder los. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab's nicht vermisst. Aaron Dick ist da ziemlich resolut, was das angeht. So. Das waren die Viecher hier unten. Und da geht's auch schon wieder nach oben. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach oben. Geht's hier schon wieder raus jetzt. Ein Verrückter ist hier. Und ansonsten gar nichts, oder was? Ach, zum Fenster raus. Zum Fenster geht's raus. Na sowas. Ich habe nach einer Tür gesucht, aber klar. Man kann natürlich auch zum Fenster raus. Das Viertel brennt. Wir kommen zu spät. Noch können wir kämpfen. Halt! Im Namen von König Foltest. Meister Geralt, ich habe euch nicht erkannt. Wie ist die Lage, Hauptmann? Die Ritter des Ordens bereiten den Angriff vor. Dann kommen wir noch rechtzeitig. Alles klar. Auf dich sollten ein paar Ritter des Ordens, ja, angreifen. Da kommen wir auch schon. Zwei so fette Mutanten. Ich habe euch ja nicht vermisst, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber gut, kommt zum Herr. Zerlegen wir mal kurz. Das war Nummer 1. Und jetzt der zweite noch. So, das war Nummer 2. Sehr schön. Sequenz. Keine Sequenz. Keine Sequenz, okay. Ach, da hat es noch ein paar mehr. Okay, aber an die kommen wir nicht dran. Wir müssen hier weiter. Da liegt ein Verletzter. Wir konnten nicht durchbrechen. Schwere Kämpfe. Gibt es einen sichereren Weg zum Kloster? Es gibt einen anderen Weg. Durch die Kloaken. Aber der ist gefährlich. Ich habe einen Schlüssel. Nehmt ihn. Ich danke euch. Ihr werdet nicht ein Zeugel. Ja, ein Zeugel. Wir haben den Trank dabei. Zeugelkraft. Aus dem Zeugelgiftserum. Daraus wird ein Trank gemacht. Der Trank gewährt ein Gold und ein Silbertalent. Das ist schon mal ziemlich ordentlich. Damit haben wir den Trank jetzt auch freigeschaltet quasi. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch den einen Trank. Es geht irgendwo hier. Ach, hier. Hier durch. Meint der hier durch? In die Katakomben oder woanders? Ich weiß es nicht. Mal schauen. Aha. Zeugelnest. Na, Checkpoint. Aber ich finde es ja echt schön, dass es nicht nur Episode 5 und dann zack, fertig mit dem Spiel, sondern dass es jetzt noch einen schönen Epilog gibt, wo das Ganze auch nochmal ausklingt. Wo wir jetzt hier im Questlog noch schön den Epilog
hat und wir hier noch weiterspielen können. Ja, jetzt müssen wir wohl die Zeugel hier unten besiegen, unseren Weg hier durch schaffen. Dann schauen wir mal. Das heißt, Silberschwert und vielleicht starker Kampfstil, mal schauen. Da wir in den Kloaken einen Zeugel haben, habt ihr einen professionellen Rat? Meidet seine Tentakel. Von ihnen geht die meiste Gefahr aus. Seine Schwachstelle ist sein Körper und trinkt alle Gegengifte, die ihr habt. Geralt, sollte ich sterben? Das werdet ihr nicht. Habt ihr je gehört, dass ein Freiheitskämpfer gestorben wäre, während er durch Scheiße wartet? Nein, wahrlich nicht. Geben wir diesem Leichnam Frieden. Alles klar. Daher das Gitterstäbe. Da müssen wir mal durch. Gegengifte haben wir im Moment keine und hier hat es auch keine Feuerstelle, das heißt, wir können auch keine machen. Ja. Ein Zeugel. Ich habe keine Lust, aber wir müssen wohl. Und platsch. Komm. Ey, das Wasser ist knietief, der kann nicht aus dem Wasser kommen. Ja, genau, das Wasser ist knietief und da kommt ein 5 Meter Viech aus dem Wasser raus. Ach, und so ein schönes Tier ist das auch noch. Ach, ganz toll. Ach, nee. Müssen wir dem erst die Tentakeln abschlagen, sieht so aus. Okay, erst die Tentakel abschlagen. Okay, wir haben schon relativ viel Leben weggezogen, aber ich glaube, das mit 1 wird nicht reichen hier, um hier siegreich zu sein. Weil wir tot sind. Quasi tot, ein Treffer weg. Und ich genau jetzt. Okay. Naja, wir haben ja gespeichert. Aber es ist machbar, das Viech, auch wenn es ziemlich nervig wird. Ja. Ein Highlight jagt das nächste. Naja. So ist das eben. Wir haben ja noch einmal Weide. Erhöht die Vitalitätsregeneration und schützt uns vor Lähmung und Niederschlag, das ist schon mal nicht schlecht. Wir haben auch Zeichenintensität um 100% erhöht, das ist auch nice. Ich glaube nicht, dass Art da viel bringt, um den zu betäuben. Ich glaube nicht, dass wir den one-hitten können. Das wäre ein bisschen lame, wenn das funktionieren würde. Lalalala. Dann hier runter. Dann hier nochmal speichern mit Trank, Intus und Gespräch überskippt. Fast volles Leben, ich würde sagen, wir legen los. Sparen. Dann die Tentakeln wegkloppen, das geht immer schnell. Und zwei Wellen an Tentakeln. Dann taucht Stickerchen wieder auf.
draufschlagen und dann schickt er seine Tentakel wieder. So, ach, ich war schon wieder da. Wir hammern wohl, oder fast. Wir sind ja nicht mit ganz vollem Leben in den Kampf gestartet. Noch mehr als die Hälfte von unserem Startleben. Er ist schon wieder da. Also es geht gerade relativ gut und schnell. Kombo-Serie neu. Ja. Kevin, wonach sieht es denn deiner Meinung nach aus, was ich hier mache? Hm? Oh, Kevin besiegt. Na, das ging ja jetzt irgendwie im zweiten Anlauf besser als gedacht. Ich würde sagen, das war's aber von dem Part und bevor wir jetzt aus der Kanalisation rausgehen und weitermachen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, Leute.